Tja, herzlich willkommen zu Shadow of the Colossus. In diesem Video werde ich das Spiel auf schwer durchspielen, und zwar im New Game Plus 3 mit allen Items, die freigeschaltet wurden durch die Zeitangriffe im normalen und im schweren Modus. Dadurch wird das Spiel deutlich leichter sein und ich werde versuchen, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen für die Trophäe, die es dafür gibt. Man muss das Spiel in wenigen Stunden durchspielen, um dafür eine Trophäe zu erhalten, und das ist mein Plan. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja, und dann geht es auch schon los. Ich werde natürlich die Sequenzen im Spiel wegdrücken müssen, weil die sich, soweit ich weiß, mit auf die Zeit auswirken. Und ja gut, das ist jetzt, also man sollte sich das jetzt nicht angucken, wenn man das Spiel noch nie gesehen hat, sondern eigentlich nur, wenn man mal interessiert ist, wie die Items sich so auswirken, die man so im Spiel freischalten kann. Also, let's go. Ja, das Video jetzt am Anfang können wir noch spielen lassen, weil das zählt nicht in die Zeit mit rein. As you hic, Aurel yek for all. I could you be kuka. You'll solu ion do. You little cock. I use the yula called Oloya. Olik, Olazulam, cos. Il's a zeri ku at zoko. Amnos Cluedo. Laomism Wop. Was you a dealer also?
view our this is view. I call all kids adore you, Lola. Is this was I look? Our miss quick you. You are a lot quicker. Dormi, ifo, alu yula. Oshitu hailua wuki uaikua. Ujizu hiazu wu zudoko, waju norudekyo uti yula. I will answer. Aluli, uaizum, dormi, kyutu. Izu kyumku. It is all of you, Iweriko. It's not all amusement. A little click, if it leads to Izo. What's Mosu? It's you, Yuna. Eurako Ols, Izo, Hanatoku. Zanada. No cool.
Na dann. Argo! Argo, mein Freund. Mein weißer Freund. Ja, vielleicht habt ihr schon gesehen. Ich habe natürlich schon die Items an, die man hier bekommen kann. In den Zeitmodi. Und wir gehen direkt zum ersten Boss. Keine Zeit verlieren. Ich meine, das wird jetzt natürlich kein hochprofessioneller Speedrun. Ich zock das jetzt zum ersten Mal in dieser Geschwindigkeit durch. Oder ich probiere es, mein Bestes zu geben, aber ja, kommt natürlich mit den Profis, die das schon tausendmal gemacht haben, nicht mit. Drauf hier, die müsste rein theoretisch machbar sein. Ohne Probleme. Gerade mit dem schönen Schwert der Königin. Wenn man dieses in den Schwachpunkt eines Gegners rammt, so ist dieser dann komplett aufgebraucht. Also dieser wunde Punkt. Ja, und dieses Video werde ich mal direkt überspringen. Wie gesagt, wir haben leider keine Zeit für Videos. Theoretisch wohl schon, aber ja gut, bei einem Speedrun braucht man die nicht. Weiter geht's. Erster Boss ist gleich um die Ecke. So wie ich mich kenne, werde ich sowieso bei einigen Bossen ziemlich failen und somit die Zeit in die Höhe treiben, aber ich hoffe, es reicht. So, noch das richtige Schwert ausrüsten, dieses schöne leuchtende. Auch hier überspringen wir. Und jetzt gibt es mal einen schönen Pfeifenpfeil, damit der Boss gleich weiß, wo wir sind. Und hoffentlich anhält. Macht er das? Ja. Sehr gut. Ihr seht schon, dieser kleine Treffer unten in den Angriffspunkt, der eigentlich gar keiner ist, hat schon was abgezogen. Ja, und hier beim schweren Modus, seht ihr, hat der Gegner mehrere Schwachstellen, wie zum Beispiel da rechts am Arm ist noch eine. Und die müssen alle natürlich angegriffen werden. Nur eine Schwachstelle reicht hier nicht, aber ein Schlag zieht die Schwachstelle sofort weg. Ihr seht, das kommt durch das Schwert. Jetzt, ich muss hier rüber. So, auch wackeln hilft dir hier nicht. Und das war's schon. Ja, nicht schlecht, so ein Schwertchen. Kurze Gedenkminute für den Boss, denn diese Videos lassen sich nicht überspringen. Aber ich denke mal, das war doch schon von der Zeit her nicht schlecht. So, Akku, weiter geht's. Wir müssen gleich zum nächsten. Wahrscheinlich komme ich besser, wenn ich erstmal rauslaufe, weil der geht auch sehr langsam die Treppen hier runter.
So, zweiter Boss, wenn ich mich nicht irre. Ups. Das Mammut. In die Richtung. Ja, und ihr seht vielleicht die Ausdauerleiste, die ist ganz schön gewachsen schon, dadurch, dass ich das Spiel schon zweimal durchgespielt habe. Oder Moment, dreimal ist korrekt. Dreimal habe ich es durchgespielt, einmal zum Genießen, dann nochmal auf Normal mit dem Zeitmodus und dann nochmal auf Schwer mit dem Zeitmodus. Und jetzt haben wir den schweren Modus nochmal im Speedrun. Ja. Übrigens können wir hier auch gleich das... Oder kann ich euch gleich mal das nächste Item zeigen? Haben wir nämlich so einen schönen, kleinen, aber feinen Fallschirm. Den gibt es im schweren Speedrun-Modus. Quatsch, nicht Speedrun, aber Time-Attack-Modus. Da gibt es diesen schönen Schirm. Okay. Mammut, zeig deine Krallen. Nicht getroffen? Das gibt's nicht. Ich hätte mal einen Pfeil nehmen müssen. Nein, war zu tief. Jawohl. Ja, das ist alles andere als Weltrekord verdächtig, ich weiß, aber egal. So, wir gehen erstmal hinter zum Hinterteil. Häng noch nicht so blöd. Und auch hier, das Ding ist weg. Boah, geht's los. Ja, der bewegt sich gerade. Zack. Und jetzt haben wir bloß nach vorne das Köpfchen. Mal gucken, komme ich hier überhaupt hoch? Ja, geht doch. Ja, das war klar. Muss doch mal schön wackeln erstmal, ne? Das wird dir aber nicht helfen. Und tschüss. Tja, bisher ist das noch relativ in Ordnung. Aber die Kolosse werden ja immer aufwendiger. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Und es gibt auch wirklich einige Hasskolosse. Aber was heißt Hasskolosse? Ja, eigentlich, ich hasse keinen, aber ja, es gibt welche, die sind ein bisschen knifflig. Na komm mit, Agro. Agro! So, was Agro bei uns ist, gucken wir mal. Okay, in die Richtung müssen wir wieder. Ja.
ist hier übrigens das Sonnenlichtschwert, was ich ausgerüstet habe jetzt aktuell. Dieses Schwert funktioniert auch im Schatten. Was sehr hilfreich ist, wenn man sich irgendwo zwischen den Dünen befindet. Oder im Gebirge oder wie auch immer, im Wald, wo das normale Schwert versagt, da hilft das Sonnenlichtschwert. Aber zum Kämpfen nehmen wir das Schwert der Königin, das so schön funkelt. So, weiter geht's. Ja, der nächste Koloss. In der Richtung, das ist unser netter Ritter. Müssen wir mal schauen, ob wir den vielleicht sogar besiegen können, ohne den Armgurt zu zerstören. Kann nach hinten losgehen, aber kann auch klappen. Ich probiere es einfach mal aus. Nochmal in diese Seiten gehackt, bevor wir abspringen. So. Ich weiß nicht wirklich, ob der unter Wasser schneller schwimmt, aber mir kommt es irgendwie so vor. Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel ist. Vielleicht auch gar nicht. Aber wir machen es zur Sicherheit. Und weiter geht's. Hochspringen klappt schon mal. Na, ihr wisst ja, ich bin jemand, der am meisten stirbt, indem er irgendwo runterfällt. Deswegen bin ich auch ganz froh über den Fallschirm, den ich hier habe. Mittlerweile. So, jetzt geht's um die Wurst, mein Freund. Ich bin hier, leg los. Wir hängen schon mal am Arm. Jetzt warten wir noch kurz ab, bis er runter geht. Und runter. Und jetzt. Jawohl, hat geklappt. So langsam habe ich den Bogen raus. Zack, das gibt Magenschmerzen. Das hat auch geklappt, super. Komm schon. Wackelt natürlich jetzt ziemlich rum, weil er eine Menge Schaden gerade abbekommen hat. So. Mein Freund. Gut. Danke dir für deine Anteilnahme. Ups, wirst du nicht runterfallen. Na, ja, hier wird es nochmal ein bisschen hakelig. Also, das ist wirklich, wenn man die
Zeitangriffe, Zeitattacke macht, ist das hier an der Stelle mit dem Arm sehr schwer. Weil da reicht dann nicht ein Treffer und man hat nicht viel Ausdauer. Man hat bei den Zeitangriffen nicht seine eigentliche Ausdauer, sondern nur ein klein bisschen. Aber hier ist das ja jetzt kein Problem. Und der Ritter liegt. Tja, so schnell kann gehen. Das war der dritte Koloss. Auch hier brauchen wir wieder keine Videosequenz. Agro, komm mit. So, der vierte Koloss sollte das Pferd sein. Das müsste sich da hinten befinden, richtig? Jawohl. Agro, komm her. Agro! Willst nicht, ne? Na komm schon. Der weiße Agro. Der Dämon auf dem weißen Agro. Da sind wir richtig. Also die Lebensleiste, die habe ich, glaube ich, komplett ausgebaut. Zumindest hat sie sich nicht mehr weiteres Obst gegessen hatte von den Bäumen. Also gehe ich mal davon aus, dass die auf Maximum ist. Wenigstens bleibt die schöne Musik. Weiter geht's, Agro. Tja, beim nächsten Boss werden wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. Bis der sich mal dahin bequemt, wo er hin soll. Oh, bleibt er hier an der Kante hängen. Und los geht's, mein Freund. Agro, mein Freund. Schon mal das Schwertchen. Den Bogen ausrüsten. Nehmen wir den normalen Bogen. Muss reichen. So. Schön, dass er an uns dran bleibt. Nehmen wir mal den Pfeifenpfeil, um ihn anzulocken. Okay. Er ist da. Mal kurz mal abwarten, bis er sich in die richtige Position begibt. Okay, warum kommt er jetzt hierher?
Hat er mich jetzt echt hier gesehen? Na gut, dann gehen wir hier rein. Ich komme von der anderen Seite. Mal gucken, was er jetzt macht. Der lässt sich da jetzt nieder. Was war das denn? Okay. Ja, sieht gut aus. Ruhig, Aggro. Nicht aufscheuchen. Nicht aufscheuchen, den Typen. Jawohl. Jetzt geht's los. So, dieser Kollege, der ist sehr interessant. Jetzt wird er, glaube ich, gleich erstmal wackeln. Ja. Wackel mit deinem Hintern, Baby. Und... Jawohl. So, jetzt hat er hier unten noch ein paar Schwachstellen. Nur im schweren Modus. Was war das? Schirm angemacht. Nicht runterfallen. Okay. Naja, das war nicht die Stelle. Nee, das auch nicht. Noch ein bisschen zu weit oben. Ah, das sieht gut aus. Jawohl. Das war sie. Und tschüss. Ah, vierter Koloss liegt. Hey, Akku, schieb mich nicht weg. So, Pferdchen haben wir. Wer kam denn jetzt dran? Ach, der Vogel. Genau, der ist in der Richtung. Das Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es gern vom Himmel geholt werden möchte. Ja, aber da kann man auch verdammt viel Pech haben. Einen falschen Schritt und man fällt nach unten ins Wasser. Wir werden sehen, wie gut wir uns schlagen.
Da hinten geht's lang. Tja, in einem solchen schöne Landschaft zu bestaunen. So. Und hoch. Keine Sequenz, keine Zeit. Tauchen gleich mal wieder zum Ziel. Also die Ausdauerleiste, die reicht definitiv für den Vogel, aber ja, man darf keinen falschen Schritt da oben machen, ne? Eine Pfeife für die Pfeife. Da war schon passiert. Ja, dämlich. Okay. Aber macht nichts. Wir haben Zeit. Wie gesagt, so knallhart ist die Zeitvorgabe da nicht. Kurz pfeifen. Gucken, ob der Vogel das hört. Wo ist er denn überhaupt? Jawohl. Tja, man muss ja leider beide Flügel treffen. Also beide Flügel angreifen und dann hinten den Schwanz. Schwanz ist die einfachste Stelle. Okay. So, jetzt nicht flattern, wenn es geht. Danke. Und ihr seht, ein Treffer reicht aus. Pro Schwachstelle. Mit dem schönen Schwertchen. Bewegt sich gerade ziemlich viel. Ich traue mich gerade nicht, zur Mitte zu gehen. Ich warte mal, bis er aufhört, mit den Flügeln zu schlagen. Okay. Okay.
Das ist safe. Und das war's. Ja, einmal ins Wasser gefallen zwischendurch. Nicht so schlimm. Kein Weltuntergang. Wir waren ja relativ schnell wieder drauf. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen entgegenschwimmen, damit es nicht so lange dauert, bis uns dieses komische Zeug trifft. Da ist es schon. Das war Nummer 5. Wollen wir nicht sehen. Aro, komm her, es geht weiter. Aro. Da geht's. Okay. Gibt Stoff. Wir müssen in den Wald. Also. So, lass mich überlegen, was kam jetzt? Gar nicht so einfach. Mal gucken, ich komme noch drauf. Ich glaube, dieser komische Aal. Kam der jetzt schon? Ich glaube, ja. Das ist eigentlich eins der Gegner, die ich nicht gerade so gut abkann. Denn der Aal, der ist immer so ein bisschen, ja, schwer von Begriff. Der sieht er nicht so leicht. Da dauert das ewig, bis man endlich mal auf ihm drauf ist. Mal gucken, ob ich überhaupt richtig liege mit Aal. Jetzt geht's hier hinten doch. Wie es aussieht, erstmal in den Berg. Komm gerade nicht so richtig drauf. Das wird doch nicht schon der Salamander sein. Aber der Riese eigentlich auch noch nicht. Oder kommt jetzt schon der Riese? Und der Aal hinterher? Das ist doch der Riese. Okay. Wollen wir nicht.
Okay. Das richtige Schwert. Jetzt. Die Sequenz läuft, in der kann man schon weiterlaufen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen rüber. Mit der einen hier nicht gleich zermalmt. Mal die Harpune nehmen hier. Na komm, guck mal nach unten, Kollege. Und trampel nicht bloß so weit rum. Was macht denn der? Ist das dein Ernst? Tanzt du jetzt für mich, oder? Ich glaube, der steckt irgendwie fest. Hallo, nicht feststecken. Ist das jetzt dein Ernst oder was? Komm, duck dich mal. Guck mal nach unten. Geht doch. Es geht doch. Oh Mann. Ja, solche Bugs kann man natürlich gerade gebrauchen, wenn es hier um Zeit geht. Ist immer gut. Aber du wirst schon wissen, du wirst gleich merken, was du davon hast, mein Freund. Na, schön wackeln. So, das war's für deinen Kopf. Heavy Metal. Aua. Wo ist die Höhle? Nein. Höhle vor allem. Steh auf. Wir haben keine Zeit. So. Das tut weh, hm? So, na dann. Guck mal hier unten rein. Und das war's. Koloss Nummer 6 ist erledigt. Und jetzt können wir nicht mehr springen, es lädt. Ja. Und dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Ich mache mal eine kleine Pause und weiter geht's
im nächsten Part. Bis dann.